Ich meine, wie gesagt, da ist noch viel Zeit, weil da müssen jetzt noch Grundflächen erstmal gemacht werden. Hat alles noch Luft nach oben. Das ist jetzt so eine Sache. Das braucht noch ein bisschen. Aber was ist hier? Also die arbeiten echt eisern an diesem Ding, ne? 3600 Tage, da sind schon wieder 100 weniger geworden. Bauen die da hinten eigentlich? Sind die damit schon... Da sind die auch gerade dran, ne? Das wäre cool, wenn das von wenn das so von hier hinten nach vorne durchgebaut wird. Dann können wir die Zwischenanschlüsse immer weiter ranbauen. Abwasser geht sogar. Das hält sich noch eine ganze Weile, bevor die Bevölkerung schwierig wird. Klar sollte es nicht passieren, aber es geht, ne? Machinki war auch ein tolles Spiel, aber es ist ewig schon her, ne? Severa, hallöchen. Timberborn hat echt super Update bekommen. Sehr spannend. Ja, das habe ich gesehen, das Badwater Update. Bin ja auch interessiert dran. Ich warte noch ein bisschen. Das ist mir noch zu nah an dem letzten Projekt. Da kommt mal so ein Mörderbrecher wie jetzt Workers mal gerade gerecht eigentlich. Ja, muss man schauen. Ganz kurz, noch eine Frage hier. Läuft das jetzt? Immer noch nicht, ne? Wir haben hier sehr viele Fahrzeuge, die einfach auf Reparatur warten. Das kann nicht gesund sein auf Dauer. Wir brauchen dringend hier mehr Leute. Da ist nämlich jetzt auch nur noch ein Bus drauf für die Bretterlinie. Und auch für die, natürlich auch nicht nur für die Bretterlinie, sondern eben auch für alles andere. Der fährt leer. Das ist schlecht. Da, der geht mit 13 Arbeitern weg. Das ist zumindest schon mal ein Anfang, ne? Aber es fehlen einfach... Wir haben hier... Wir bräuchten noch viel, viel mehr Leute einfach. Viel, viel mehr. Ich sag's euch, wie es ist. So, Kinder werden ein paar geboren, aber... Es kämpft, ne? Wir kämpfen an der Zufriedenheit. Wobei, die steigt auch immer weiter an. Das ist Wahnsinn. Es sind doch happy alle. Warum ist das so ein Problem gerade? Knastis, wir können die Knastis nicht überall hinschicken. Nee, jetzt läuft das. Die hatten mal eine ganze Weile Probleme mit der Bevorratung von Sachen, ja, für die Reparatur. Aber jetzt scheinen die gerade die wichtigsten Sachen, da laufen gerade relativ viele Reparaturen, da müssen wir eben im Blick behalten, dass das läuft. Deswegen schaue ich da jetzt auch immer wieder hin. Straße ist doch auch, führt doch auch ins Nirgendwo, oder? Ja. So, was haben wir hier hinten gebaut? Umspannwerk, aber sonst noch nichts weiter. Das war ja die erste Idee. Ja. Gut. Hier mal ein Stau? Ja. Ja, das ist aber immer mal wieder hier an der Ecke. Das ist okay. Da ist sehr viel los, ne? Das ist die Hauptachse. Also das sind diese zwei, das gabelt sich hier so weg. Einmal eine schnelle Straße in die Stadt rein und einmal eine etwas langsamere außenrum. Aber hier in der Ecke ist immer ein bisschen mehr los. Auch hier unten auf den Brücken ist immer recht viel Betrieb. Das merkst du schon. Und hier haben wir natürlich immer Stau, ne? Das ist klar. Hauptstraße asphaltieren. Sobald wir Asphalt produzieren, denken wir darüber nach. Bin ich ganz, ganz, ganz bei dir. Kann aber noch ein bisschen dauern, fürchte ich. So, wie schaut es hier vorne aus? Noch, wunderhübsch. Da geht jetzt auch endlich mal die Nahrungsmittel-Export-Geschichte los. Na, hier fahren Fahrzeuge mit Sicherheit auch für den Export. Laderampe an Laderampe. Lebensmittelmarkt. Okay, das läuft über das Verteilung. Aber da müsste eigentlich dem nächsten Fahrzeug kommen. Die warten jetzt wahrscheinlich noch ein bisschen. Bis sie ein bisschen beladen können. Und dann wird das schon. Hier müsste aber auch eigentlich demnächst mal irgendeiner kommen. Ne, die haben irgendwas geholt. Ist da was exportiert? Wow, ja, da wurde was exportiert. Schaut euch mal die Einnahmen an. Holy moly, war das günstig, du. Einfach mal 30.000 Einnahmen gemacht. Das gefällt mir so gut, ey.
Komm später nochmal wieder. Danke nochmal, dass du so tolle Let's Plays machst. Super gerne. Super gerne. Und wir haben sehr, sehr viele mittlerweile, habe ich über den Laufe der Jahre aufgebaut. Nächstes Jahr, nee, dieses Jahr, ich hatte dieses Jahr mein 10-jähriges Bestehen im Social Media Business. Als Influencer. Wie Einnahmen? Ja. Wer hat jetzt nochmal dagegen gewettet, dass wir die Kredite alle wegbekommen? Wer, Chat? Wer war das? Ha? Ist doch nichts Dauerhaftes. maybe. Mal schauen. Wenn wir jetzt natürlich 50 Leute hier in dem Ding drin hätten, ne? Oder sagen wir mal, wir geben alles, ja? Dann auf jeden Fall. Hilbert Zenft ist am geilsten und haut 100 Bits raus. Ist das das berühmte Influenza-Virus? Ja, ja, das hat um sich gegriffen vor Jahren schon, ja. Grillen zirpen. Hupsi. Ja, alle, die dagegen gewettet haben. Die Quote liegt momentan bei, wenn wer auf Nope niemals getippt hat, ja, ein Zwergtaler zu 24 Zwergtaler. Also wenn du einen auf Ja, das klappt, alles weg getippt hast, einen einzigen, kriegst du 24 raus. Das ist so viel, da wirst du so 24 Stunden oder so spielen, um es abzuarbeiten. Wer weiß? PBS-Welt, Hallöchen! Das sind nur beschönigte Zahlen. Typisch Kommunismus. Kirito, moin moin. Ich verurteile Glücksspiel. Okay. Jetzt habe ich die Vorhersage verpasst. Ich weiß. Wenn man nicht drinnen ist, dann ist das immer schwierig, ne? Bin all in gegangen. Zeit zu hoffen. All in, Alter. Jetzt stell dir das mal vor. French Kappa, was hast du da reingebuttert? Wenn ich fragen darf. Wie viel Zwergtaler bist du reingegangen? Also, ihr rechnet das einfach, was er jetzt schreibt, mal 24. Hatte nur 10.000. Ja, das mal 24 macht das schon einen guten Schnitt, ne? Hey, wird schön. Also das mittlerweile klappt das das Schneeräumen tatsächlich erstaunlich hervorragend, ne? Wie schaut's hier oben aus? Zwei Arbeitskräfte, drei Tage. Forschung ist abgeschlossen. Oh, yes. Luftfilter. Die Forschung untersucht, wie die Verschmutzung durch Schornsteine reduziert werden kann. Die Idee ist, spezielle Filter in Fabriken zu installieren, um die Verschmutzung der Umwelt zu vermeiden. Ab dafür. Ab dafür, Leute. Ja, wir hauen hier auf die ganze Geschichte extrem viele Leute drauf, ne? Wahnsinn. Hier ist wieder niemand einfach. Was sind da viele Fahrzeuge? Wir halten die Bevölkerung sehr gut, ey, verschreiß nicht. 79, ich schiel da schon die ganze Zeit mit Schrecken drauf, ja. Ich hab da echt Angst, ich sag's dir. Oh nee, sag, das ist fertig geworden. Es ist fertig geworden. Der Heizkessel hier oben steht, ich hätt's vergessen. Ich sag dir, wie es ist, ich hätt's hier oben vergessen, das abzuschalten. Ich hab gerade überlegt, minus 9 Grad, die Arbeiter wird's einfach so zerlegen. Glück gehabt. Doc, wunderschönen guten Abend. Okay.
So, der Ausbau hier oben läuft weiter. Der ist aber auf Mittel. Oh, der ist nur auf Mittel, ne? Das dürfte natürlich nicht sein. Die Hauptstraßen hier oben müssen ausgebaut werden. Sonst geht's nicht. Hunter, Dreier-Stream-Serie und Hilbert! Hilbert Zenft ist am geilsten und haut 100 Bits raus. Danke dir! Genossinnen, Genossen und Genossfilter. Neuesten Gerüchten zufolge ist die Forschung dabei, Filter zu entwickeln, um die gesundheitsfördernden Abgase der Fabriken zu filtern. Ja, dann können wir das in Flaschen abfüllen. Was? Ist ja wohl klar, oder? Lagebericht. Okay, Patienten, schwere Komplikation. Schon wieder eine globale Pandemie, so wie jedes Jahr. Verdammt normal. Und die Haut war richtig rein, minus 22% Gesundheit. Boah. Was sagen unsere Kliniken dazu? Ja, da ist schon ein bisschen mehr los. Aber es hat sich schon... Es ist gut, ne? Unsere Krankenwagen sind im Dauereinsatz. Okay. Habt ihr im Discord die Schilder von Zwergbräu gesehen? Zwergquell gesehen? Das Wasser? Ja, Zwergbräu kommt ja auch noch. Aber da, ich arbeite dran. Die Preise runterschrauben, da hast du absolut natürlich recht. Da gebe ich dir absolut recht, wir reduzieren natürlich die Preise. Das hatte ich hier oben auch schon gemacht. Hilbert, danke dir. Hilbert haut alles. Ist am geilsten und haut 100 Bits raus. Abgase in Flaschen füllen, Zwerggas. Bald für jede Klinik verfügbar. Hilbert erprobt. Sehr gut. Jetzt schauen wir mal. Ich hoffe, das nimmt dann hier ein bisschen den Druck weg. Gucken wir mal. Hier arbeitet einer. Das ist natürlich wenigstens, geht da was. Und dann haben wir hier fünf. Die Reparatur scheint wohl jetzt wieder anzulaufen. Das ist natürlich sehr angenehm. Hier ist nämlich auch genau der eine Holzlaster, der noch fehlt. Abnutzung 100% auch einfach. Sag mal nicht, dass der hängt hier fertig. Oh nein. Der hängt hier fest. Der hängt in der Werkhalle zum Reparieren fest, weil er kaputt ist. Oh nein. Oh, wie unangenehm. Das ist ja schon sehr unangenehm, oder? Im Chat habe ich jetzt nochmal den neuesten Artikel von unserer neuen Redaktion auf zwergtube.de für euch hinzugefügt. Da könnt ihr mal gerne draufklicken. Da kommen jetzt die ganzen Stream-Zeitungsartikel über Bützenbach und die Welt. Die zwergonischen Nachrichten sind für euch quasi verfügbar geworden. Kann ich den ersetzen? Reparatur nicht erzwingen. Nee, ich will die Reparatur hier definitiv erzwingen. Suche eine Werkstatt. Ich würde sagen, ich glaube, du hast sie gefunden. Website, what? Ja, zwergtube.de, die einzige Seite, die ihr braucht im Leben. Genauso wie Bützenbach. Absolut. Also, dass ihr jetzt immer noch nach einer Werkstatt sucht, ist schon ein bisschen wild, ne? Das Ding gehört auf den Sondermüll. Ach, ein bisschen Spucke und ein bisschen Farbe und dann schaut das gar nicht mehr so schlimm aus. Das mit der Reparatur erzwingen hat bei mir noch nicht einmal funktioniert. Also nachdem er in der Werkstatt kaputt gegangen ist und jetzt nach einer Werkstatt sucht, glaube ich, das Werkstattsystem funktioniert noch nicht richtig. Ist aber nur eine Vermutung.
So. Das Bild sieht echt cool aus. Wo hast du das in Auftrag gegeben? KI. Das ist auf dem Discord entstanden, tatsächlich, Yeti. Ich habe auf dem Discord sind noch ein paar mehr Bilder. Die werden die Tage wahrscheinlich auch in Artikeln in den Zwergonischen Nachrichten erscheinen. Da wird es noch einige geben. Ja. Wie soll ich sagen? Die Zwergonische Staatspropaganda hat sich da was einfallen lassen. Ja. Echte Bützenbacher Grafikdesigner wurden beauftragt. Panzertape, nix da. Da kommt Farbe dran, ja. Hier, muss einfach Farbe ran. Natürlich blockiert er jetzt eine von drei Wartungsbuchten. Das macht die Sache jetzt nicht unbedingt einfacher. Ey, fährt er dahin? Ne, er fährt im Kreis. Das macht die Sache nicht einfacher. Jetzt fährt er raus, okay. Nee, er wird repariert. Aber der hat nur 4% Abnutzung gehabt. Der ist im Jahreswartungsintervall. Einfach Butzenbare. Ja, das. Die Drucker. Du kennst unser Bildungssystem. Da waren Probleme drin, ja. Hast auch keine Mechanik. Was? Doch, Bauteile sind da. Ist alles da. Ja, ja. Wir sind hier versorgt. Ein Gebäude brennt. Er hier unten. Really? Oh, und da ist nicht geräumt bis da runter. Weißt du, wie schnell das abbrennt, das Ding? Oh no. Don't do it. Wo ist die Feuerwehr? Die kommt bestimmt von hier irgendwo. Da ist sie. Die schaffen das niemals rechtzeitig. Never. Solange da nicht, da kommt keiner, das schneit drüber. Selbst, also wenn, im Sommer hätten sie es geschafft. Oh nein, oh nein, nein, nein. Kann das nicht mal kurz ein bisschen drüber regnen? Oh, ist das knapp einfach. Oh, das ist so bitter. Zum Glück ist das Abrissbüro nicht weit. Bringt uns aber jetzt wahrscheinlich nichts mehr. Warte mal, das ist ein redundantes System? Seit wann bauen wir denn irgendwas Redundantes hier? Das Umspannwerk, hing das an irgendwas dran? Nee, ne? Wo kriegen wir denn den Strom her? Hier. Das hat gar keine Auswirkung, das Ding. Kann halt nicht. Wieder was repariert, ja? Ich sehe es. Also wir kommen immer voran hier. Ja? Es ist unglaublich. Es ist, weißt du, wieder eine Altlast beseitigt. Ich fühl mich richtig privilegiert auch. Ey, die haben das Rohrsystem hier schon gelegt? Bis dahinter? Ist ja irre. Hier, guck mal, bis in den Wassertank. Wahnsinn einfach. Wahnsinn, wie gut das läuft. Und hier dauert es auch nicht mehr lang, ne? 60 Arbeitstage ist halt ein Schnabber. Da 30 nur noch ab dem Verteiler. Ist ja wirklich großartig. Mystical, einen wunderhübschen guten Abend. Hi. Wo ist gut Betrieb, ne? Hier in der Bützenbacher Mehrzweckhalle. Bützhalle. Die Bützhalle. Schön. Sind wir hier mit Fahrrad gekommen, als ob wir hier Fahrräder hätten. Der
Wasserspeicher ist nicht verbunden. Du meinst hier vorne? Schaut ziemlich verbunden aus, wenn du mich fragst. Und hier unten? Hängt da an der Pumpe dran. Und hier hängt er auch an der Pumpe dran. Also das Wasserding schaut gut aus. Oder mein... Ach, das meinst du? Ja, ne? Nun. Wie kommt denn dann das Abwasser von denen weg? Hä? Produzieren die... Die können doch nicht so wenig Abwasser produzieren. Das hängt bestimmt alles hier unten in der Rohrleitung fest, hä? Nee, warte mal, das ist verbunden. Doch, 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 das ist hier verbunden. Das wird nur gerade saniert. Die schütten das alles unter die Felder. Nee, nee, das wird gerade hier scheinbar saniert an dem Ding. Deswegen wird das so komisch angezeigt. Weil hier ist nämlich eine Abwasserpumpe. Ey, guck mal, unsere Einnahmen. Wir machen dauerhaft Plus. Aber nicht nur so ein bisschen, sondern richtig gut auch einfach. Also, holy moly. Sagen wir mal bitte dieses Jahr, das ist jetzt 6 Tage alt. Wir sind im Plus, Leute. Ich sag's dir, wir sind das ganze Jahr schon im Plus gewesen. Am 6. Januar. Aber ich sehe da keine Schwächen bei uns. Absolut nicht. Immer im Plus, jemals, überhaupt und sowieso. Unfassbar. Ich glaube auch. So, hier ist wieder das nächste Rohrstück fertig geworden. Das lange dauert jetzt nur noch 3,1. Wir arbeiten uns jetzt bald unter 3000. Hier vorne ist fertig. Die Abwassergeschichte läuft. Sehr, sehr schön, wie ich finde. Die Zwischenverteilung ist auch fertig. Sobald das lange Rohrsystem fertig ist, fangen wir an, die ersten Sachen anzuschließen. Das war echt solide. Ich glaube, der Kleidungsexport haut gerade richtig hardcore rein, wenn ich mir so das anschaue. Wir können aber mal rausfinden, an was es denn eigentlich liegt. Lass mal Exportressourcen anschauen. Kleidung, 25.000. Mit jeder Fuhre kriegen wir so 25.000 rein. Das ist schon, das sorgt natürlich für ein bisschen Boni bei uns. Das muss alles auf hohe Priorität laufen, die ganzen Anschlüsse. Dankeschön! Hilbert Zinft ist am geilsten und haut 100 Bits raus. Genossinnen, Genossen und Genosskreditinstitute. Die Zwergonische Republik hat das ganze Jahr über Einnahmen erzielt. Das ist der Schritt aus der Staatsverschuldung. Absolut. Staatshaushalt. Hilbert erprobt. Der Staatshaushalt sogar, Hilbert. Da kennt Hilbert nichts, ne? Er approved alles. Einfach so. So. Okay, unser Abwassersystem ist jetzt langsam, aber sicher in Wallung. Ich hätte jetzt eigentlich schon mal Bock, so langsam von vorne bis hinten umzuswitchen. Also alles, was hier in irgendein Rohrsystem geht, muss natürlich umgeswitcht werden. Das bedeutet, wir müssen hergehen und sagen, ja, wir legen großes Rohrsystem hier ran. Und zwar beispielsweise das hier, was von hier kommt, muss dann hier gecuttet werden. Also alles, was hier runter geht, das gesamte Ding von hier unten, wird dann bis hier... Also wir können es eigentlich gesamt abreißen und dann hier rüber leiten. Aber das mache ich erst, wenn die Hauptleitung fertig ist, weil ich brauche die freien Ressourcen unserer Baubüros, damit das schneller geht. Weil wir haben noch ein paar Sanierungen, die auch wichtig sind. Ja, und wir müssen hier ein paar Sachen erstmal abarbeiten. Auch wenn hier zum Beispiel ein Mosaik gerade gebaut wird. Ich weiß gar nicht, welches das ist. Das hier wird gerade gebaut. Sollen sie ruhig machen, da habe ich jetzt gar keine Bauchschmerzen mit. Mit 43 Leuten. Ich hoffe, das wird fertig, du. Also. Wunderhübsch, oder?
Können die News fake sein, wenn das durch das Wahrheitsministerium abgesegnet wurde? Ja, diese Nachrichten sind bei uns natürlich einzigartig. Versteht sich, ne? So, ist hier die... Oh, das ist fertig? Yes, wir produzieren Wasser! Ja. Aber das kommt nirgendwo hin, oder? Nee, weil die Pumpe keinen Saft hat. Ja, lass das mal ausschalten noch. Sorry, Leute. Ihr könnt wieder heimgehen. Es ist schön, dass ihr 91er Qualitätswasser produziert. 500 Kubikmeter liegen da drin. Das Wasser ist schon per se gut, was wir hier oben das ist nicht ganz die Hochebene, am Bützhügel machen. Bevölkerung sinkt etwas. Ja, die Umweltverschmutzung ist aus irgendeinem Grund wieder auf 2-0 hochgegangen. Und eine globale Pandemie mit -50% haut rein. Au, au, au. Das schadet, das tut sehr weh. Das tut sehr, sehr weh. Oh, Zwergquell, das beste Wasser für dich, ja. Hier oben, frisch am Hügel produziert. Warte mal kurz, das schauen wir uns mal hier von der Seite an. Ja, bestes Wasser aus den Alpen, aus den Zwergonischen Alpen, ja. Das ist natürlich nicht in den Alpen liegt, aber es ist egal, wir nennen es einfach so für das Gefühl. Hier wird das beste Zwergquell gewonnen, das du je getrunken hast. Das Spiel will es wissen. Jedes Jahr eine Pandemie, weißt du, wie das reinkickt? Unsere Gesundheitsversorgung ist quasi durchgehend am Limit. Bützenbacher Wasserwerke. Kann ich da ein Schild drauf machen? Ja, klar. BWW. Das ist natürlich in die andere Richtung, ganz klar. BWW, Bützenbacher Wasserwerke. Wenn das nicht geil ist, weiß ich auch nicht. Unter den zwei Sonnen. Ja, hoch. So. Wir gehen auf 77% runter. Ja, die Lebenserwartung ist auch gesunken leicht. Die Pandemie geht runter. Die Umweltverschmutzung auch wieder. Hunger hatten wir. Sag nicht, unsere ganzen LKWs hängen im Stau. Nee, das schaut sogar ziemlich gut aus eigentlich. Boah, weißt du was? Komm, dreh um. Du schaffst es bis zur Werkstatt. Er bleibt halt irgendwo anders liegen, ne? Sobald er einmal Motor ausmacht, geht er nie wieder an. Ja, da ist er schon. Was macht er jetzt? Auf dem Weg zur Werkstatt? Nein, das hat funktioniert. Really? Ey, bitte schaff das. Irgendwie hat das funktioniert. Ich frage mich nicht wieso, aber er macht genau das, was er gerade... Nein. Ja, genau. Einfahrt Werkstatt hängen geblieben einfach. Aber er schafft's. Nein, oder doch, er ist drin. Reparatur läuft. Yes. Wir haben eine Abnutzung von sage und schreibe 100%. Hier ist einer drin, der schafft es natürlich nicht, alle drei Fahrzeuge zu reparieren. Der ist gerade an einem Schneeräumer dran. Das ist auch vielleicht tatsächlich prioritätenmäßig jetzt ein bisschen wichtiger gewesen. Die Geschwindigkeit hier ist natürlich nicht das Beste. Ein Klopfer Dankeschön für eine 5er Stream-Serie. Wir brauchen Leute. Nein! Er fällt wieder raus! Nö! Jetzt liegt er weniger als ein Jahr zurück. Ich raste aus. Das gehört verboten, dass die rausfahren dürfen, sobald das gelaufen ist.
sondern die müssten, wenn die über den Prozentsatz kommen, immer wieder versuchen, zur Reparatur zu kommen. So ist das richtig dämlich. Er hat aber hier drin gewartet und es gab halt niemanden, der es gewartet hat. So bescheuert.